Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal, willkommen zurück zu einem neuen Video, willkommen zurück zu einem Make-up-Tutorial. Heute mit Schleifchen unterwegs und ja, ich dachte mir, ich schminke heute für euch ein Make-up-Tutorial. Ich habe nämlich etwas zugeschickt bekommen, was ich gerne mal ausprobieren möchte. Habe ich so nämlich noch nie benutzt, deswegen so eine Art First Impression Make-up-Look. Dieses Make-up werde ich allerdings nicht nur mit dieser Marke hier schminken, sondern auch noch mit ein paar anderen Produkten, weil ich leider keine Foundation, sowohl auch kein Puder, Concealer und Bronzer dabei habe. Aber ansonsten Augen-Make-up, Lippenprodukte, Rouge ist alles mit dabei. Und das werde ich heute ausprobieren. Und zwar geht es heute nämlich um die Marke Art Deco. Und da habe ich dieses wunderschöne Paket hier bekommen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich werde heute einen Look mit Art Deco-Produkten schminken und mit vier anderen Produkten. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video. Ich bin selber sehr gespannt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Wenn euch das Ganze gefällt und ich öfters mal Make-up-Looks schminken soll mit einer Marke, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen oder in Form von einem Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, viel Spaß jetzt beim Video. Wir starten mal damit, dass wir hier diese wunderschöne Box erstmal öffnen. Mit diesem kleinen Schleifchen. Also ich tue jetzt nicht so, als hätte ich sie noch nicht geöffnet. Ich habe sie ja schon geöffnet. Ich war leider so neugierig und konnte mich nicht zusammenreißen. Aber ich habe es wieder genauso schön verpackt, wie ich es bekommen habe. Ein bisschen zerknittert ist es von mir, aber das beachten wir jetzt einfach mal nicht. So, auf jeden Fall, hier haben wir ganz, ganz tolles Papier. Und dann haben wir hier... Neben dem Papier haben wir die Produkte. Das ist die Magnetic Palette, eine Limited Edition. Und da kann man halt wirklich hinten, also man kann Lidschatten reinklipsen. Das finde ich halt mega cool. Und ich habe hier auch ein paar Lidschatten. Die werde ich euch jetzt gleich auch noch vorstellen und damit auch den Look schminken. Hier ist dann auch noch drin ein Nagellack und auch noch einige weitere Produkte, wie zum Beispiel Eyeliner, Lippenstifte, Rouge, Eyeshadow Base. Ganz wichtig. Und Pinsel und auch ein Fixing Spray, welches ich auch unbedingt benutzen möchte. Das ist das hier. Und ich würde sagen, wir starten jetzt als allererstes. Also mein Gesicht ist auch schon eingecremt. Ich habe heute Morgen ein Öl aufgetragen und deswegen trage ich da jetzt nicht noch irgendwas anderes auf. Und ich trage aber allerdings jetzt als erstes diese Eyeshadow Base auf von Art Deco. Und ich habe diese Eyeshadow Base auch früher sehr, sehr oft benutzt. Wer mich schon länger verfolgt, weiß das auch und hat das auch sicherlich das ein oder andere Mal in einem Make-up-Video von mir gesehen. Ich finde, diese Eyeshadow Base ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ich benutze generell in letzter Zeit viel zu wenig Lidschatten, was ich eigentlich super schade finde, weil ich gerade Lidschatten gibt dem Make-up, also einem Make-up-Look erstmal einen Look, ne? So, ich habe jetzt hier was auf meinem Finger und ich trage das Ganze immer schön mit meinem Ringfinger auf. Mit diesem Finger habt ihr einen guten Druck. Nicht zu fest und nicht zu leicht. Ihr könnt damit gut arbeiten, aber es soll jeder so machen, wie er möchte. Seht, ich habe auch Fake Lashes, das könnt ihr auch damit verwenden. Ganz einfach, also da passiert nichts. Ich trage es etwas unter meinem Auge noch auf, einfach den Rest vom Produkt. Und dann haben wir die schon mal aufgetragen. Eyeshadow Base, ich glaube, das müsste jedem mittlerweile ein Begriff sein. Ist einfach dafür da, dass der Lidschatten einfach länger hält, sich nicht in der Lidfalte absetzt und auch die Farben intensiver rauskommen. Keine Ahnung wieso, aber ich finde, die riecht einfach so angenehm. Und dann würde ich sagen, geht's direkt auch schon weiter mit den Augen. Und zwar mache ich es heute ganz professional. Erst Augen-Make-up und dann mache ich meine Foundation drauf, weil mich nervt es selber. Ich arbeite nämlich heute mit dunklen Farben. Wenn man dann ab und zu mal so ein bisschen was hier unten hat, das ist halt ganz normal, ne? Ein stark pigmentierter Lidschatten kann auch mal ein bisschen unter das Auge fallen, was ja halb so wild ist. Dafür gibt es dann halt einen Pinsel und auch Foundation. Und deswegen machen die ganzen Make-up-Gurus auch immer zuerst das Augen-Make-up und danach, also glaube ich jedenfalls, auf jeden Fall die ich gucke. Das hier sind die Lidschatten, mit denen ich heute einen Look schminke. Die Magnetics-Palette sieht so aus. Das Gute ist, man kann sie einfach zack rausholen. Dann hat man hier diesen Behälter und da kann man dann die einzelnen kleinen Lidschatten, die so aussehen, reinpacken. Also wirklich mega easy. Man macht hier einfach die, die Haube ab, das Deckelchen ab. Hier sieht man jetzt, das ist die Nummer 12 und dann klicke ich die ganz einfach hier rein und ja, könnt ihr sehen, die hält easy, ohne Probleme. Ich finde es halt ganz cool, weil gerade so zum Beispiel, wenn man unterwegs ist und verreist oder so, dann kann man sich halt so seine eigene Lidschattenpalette immer je nach Belieben zusammenbasteln. Und ja, ich packe jetzt erstmal meine ganzen Farben hier rein. Meine Palette hat jetzt 5 Lidschatten, die sehen so aus. Ist eine coole Farbkombi, finde ich perfekt jetzt so für den Herbst. Ja, Leute,
Wir müssen es leider einsehen, der tolle Sommer ist jetzt auch bald wieder vorbei. Wir sind jetzt schon im September, das heißt bald haben wir wieder etwas kältere Temperaturen. Aber dafür gibt es wunderschöne Herbstfarben und die trage ich jetzt auf meinem Augenlid auf. Und ich habe auch einen ganz, ganz tollen Pinsel von Art Deco noch zugeschickt bekommen. Und zwar ist das der Eyeshadow Brush Premium Quality Pinsel und ja, ein ganz normaler Eyeshadow Brush. Die erste Farbe, die ich jetzt auftrage, wie gesagt, die Eyeshadow Base ist ja schon drauf, ist jetzt die Farbe hier. Und zwar ist das die Farbe 24A. Ich habe mir jetzt extra gerade die Deckelchen da hingelegt. Not bad! Also sehr, sehr schön. Die Farbe ist auch sehr toll. So ein Terrakotta. Das gebe ich jetzt auf mein gesamtes Augenlid. Und später blende ich das auch noch so ein bisschen in die Lidfalte. Nicht wundern, Leute, meine Wimpern sind noch nicht gekämmt. Ich habe Wimpern-Extension. So, wie gesagt, die Farbe verblende ich jetzt hier ein bisschen nach oben. Einfach so über das Lid hinaus, in die Lidfalte, damit das Ganze auch einfach ein bisschen weicher ist. So, als nächstes nehme ich dieses Grün hier. Finde ich richtig schön. Ich mag die Kombi Terrakotta und Grün total gerne. Da gehe ich jetzt aber mit diesem fluffigen Pinsel rein. Und das ist jetzt die Farbe 180. Die schimmert auch so ein bisschen. Und die gebe ich jetzt eigentlich nur in meine Lidfalte und verblende die auch wieder gut. Wenn das Ganze dann so verblendet ist, gehe ich jetzt nochmal in die Farbe 24A und gebe die nochmal aufs Augenlid, einfach damit die ein bisschen intensiver noch wirkt. Und verblende das Ganze jetzt gleich nochmal. So, aber bevor ich das mache, gebe ich dann noch eine etwas dunklere Farbe und zwar noch in den Außenwinkel. Das ist dann die Farbe 256 und das wäre dann diese hier, dieses dunkle, so ein bisschen blau-grau metallisch. Und das gebe ich dann auch wieder mit demselben Pinsel, wie ich auch schon verblendet habe. Die Farbe gebe ich dann einfach hier in den Außenwinkel. Und natürlich wieder gut verblenden. Und somit verblendet ihr dann auch die Terrakotta-Farbe nochmal ein bisschen. Und das gibt dem Augen-Make-up dann nochmal so eine gewisse Tiefe und so ein bisschen das Verruchte. Jetzt gebe ich noch den Terrakotta-Ton ein bisschen auf den unteren Wimpernkranz, also beziehungsweise unter mein Auge. Da gehe ich jetzt allerdings mit dem Spiegel mal ein bisschen näher dran. Und zwar dippe ich einfach nur die Spitze von dem Pinsel in den Lidschatten und gebe das eigentlich mehr oder weniger nur in die Mitte von meinem unteren Wimpernkranz und verblende das Ganze dann nach außen. Und mit diesem Pinsel gehe ich dann auch nochmal in die letzte Farbe, die 256, die ich eben hatte, und gehe hier nochmal ein bisschen an den äußeren Winkel von meinem Auge und gebe das auch unter dem Wimpernkranz noch ein bisschen hinzu. Ich gebe jetzt noch einen hellen Lidschatten in meinen Innenwinkel und den verblende ich ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten. Übrigens habe ich für euch noch einen Rabattcode, und zwar einen 20% Rabattcode. Ihr bekommt ab einem Einkaufswert von 20 Euro 20% mit diesem Rabattcode hier unten, und zwar MarenHW. In der Infobox findet ihr auch nochmal einen Link, da könnt ihr auch gerne einmal draufklicken. Da kommt ihr nämlich dann direkt zu der Art Deco Seite und da findet ihr auch die Produkte. Die haben im Moment ganz, ganz tolle Herbst- und Winterprodukte und da könnt ihr dann einfach mal vorbeischauen und nicht vergessen, meinen Code benutzen, damit ihr dann auch 20% spart. Trage ich noch diese Mascara auf von Art Deco. Das ist die Ultra Deep Black Mascara. Und ich hatte noch nie eine Mascara von Art Deco. Deswegen bin ich sehr gespannt. Bürstchen gefällt mir schon mal sehr gut. Ich bin nämlich ein absoluter Fan von Gummibürstchen. Gerade für die unteren Wimpern finde ich das immer super, super gut. Und die trage ich mir jetzt einfach nur unten auf meinen Wimpern auf. Und ich finde die ist einfach geil. Kennt ihr das, wenn ihr eine Wimperntusche auftragt und im ersten Zug einfach wisst, die ist geil. Man merkt gerade direkt, die verklebt null, definiert die unteren Wimpern total und macht sie super lang. Richtig gut sieht das doch aus. Jetzt muss ich nur noch oben meine Wimpern einmal durchkämmen. Dafür benutze ich immer so ein kleines Bürstchen hier. Aber ich warte jetzt noch kurz, bis unten die Wimperntusche ein bisschen getrocknet ist und dann kämme ich mir noch meine oberen Wimpern durch. Jetzt tragen wir die Foundation auf und zwar benutze ich diese hier von Dior. Ja, ich weiß, diese Foundation ist sehr deckend und eigentlich für etwas reifere Haut. Allerdings muss ich ehrlich sagen, erstens, der Farbton gefällt mir super, die Deckkraft gefällt mir super und ich mag sie einfach im Auftrag sehr, sehr gerne. Ich gebe da jetzt ein bisschen mehr auf meinen Finger, trage die hier auf. Eigentlich reichen zwei Pumper kompletto. Nehme ich meinen Beauty Blender und trage sie klopfend auf meinem Gesicht auf. An den Augen solltet ihr natürlich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, aber ihr könnt jetzt halt mit der Foundation schärfere Kanten ziehen und dann halt einfach das so ein bisschen nach oben
wischen, aber da kommt natürlich jetzt gleich noch Concealer. Als Concealer trage ich diesen hier auf und zwar ist das von Catrice, der Liquid Camouflage High Coverage Concealer und den habe ich von einer Freundin zugeschickt bekommen. Das ist die Farbe 20 Light Beige. Den trage ich mir hier in drei Punkten auf. Zack, zack, zack. Der sieht im ersten Moment ein bisschen hell aus, aber ich mag das eigentlich recht gerne, weil die Foundation ist vielleicht jetzt gerade sogar ein Ticken zu dunkel. Aber es liegt halt daran, dass ich auch wieder ein bisschen blasser leider geworden bin. Aber damit gleicht sich eigentlich sehr, sehr gut aus. Foundation und Concealer ist drauf. Jetzt trage ich noch ein Puder auf. Und zwar ist das von BH Cosmetics. Das ist dieses hier. Dies ist auch sehr schön farblich, passt das sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, ich nehme bei der Foundation wirklich gerne auch mal einen Ton dunkler, weil ich das mit dem Concealer wieder aufhelle. Aber man kann halt alles so ein bisschen immer ausgleichen mit Puder oder mit Bronzer. Wenn ich jetzt halt eine dunkle Foundation, dunklen Concealer habe und dann halt noch mit Bronzer drauf gehe und Puder, könnte das manchmal auch sehr dunkel aussehen. Deswegen trage ich jetzt hier einfach nur ein bisschen Puder auf. Gehe auch einmal unter die Augen. Ich glaube, andere tragen das als ein Bronzer. Ich benutze es immer als Puder. So, könnt ihr aber auch sehr gut, wenn ihr heller seid, als Bronzer benutzen. So, da gehen wir jetzt hier rein. Und hier seht ihr das jetzt. Das hier verblenden wir jetzt, indem wir den Pinsel nämlich schön wieder abklopfen. Und das Ganze schön verblenden und blenden ist das A und O. Das sage ich jedes Mal. Immer blenden, verblenden, verblenden. Jetzt trage ich von Art Deco einen Blush auf. Die sieht so aus. Schön. Da kann ich mir vorstellen, die sind sehr stark pigmentiert. Und ja, sind sie auch. Aber sehr, sehr schöne Farben. Perfekt auch wieder so für den Herbst. Könnt ihr hier nochmal sehen. So sieht das Ganze aus. Deswegen auch bitte nicht zu stark immer reingehen. Also eigentlich reichen zwei mal reindippen und dann minimal. Wir wollen ja nicht aussehen wie ein Clown, sondern wir wollen ja nur ein bisschen Farbe haben, dass wir einfach lebendig im Gesicht aussehen. Damit haben wir dann jetzt schon mal soweit die Grundierung. Jetzt kommen noch die Lippen und die Augenbrauen. Für die Augenbrauen benutze ich heute mal einen Augenbrauenstift von Art Deco. Das ist der Brow Styler Applicator in Brush. Auch noch nie benutzt. Hier habt ihr einmal so eine Bürste. Ganz interessant aus. Und dann, kommt das rausgesprungen, habt ihr hier so einen Applikator. Ich bin mega gespannt, wie das jetzt ist. Ich gehe jetzt auch mal näher ran, hier mit dem Spiegel. Das hier ist jetzt übrigens die Farbe 22 und das ist die Farbe 28. Ich glaube, ich probiere doch mal lieber die 22. Das hier ist ein bisschen aschiger, ist perfekt eigentlich für Blondinen. Probieren wir mal den. Noch so rausspringt die ganze Zeit. Ah doch, der ist, glaube ich, besser. Ja, der ist besser. Voll ungewohnt, weil eigentlich trage ich das immer mit einem Pinsel, aber ich finde das eigentlich gerade voll gut. Last but not least, Gimme Brow von Benefit. Das trage ich immer auf, um einfach die Augenbrauen ja, dahin zu setzen, wo sie hingehören, in eine Linie. Also, ne, gib mir Augenbrauen in eine Linie. Das trage ich mir hier jetzt einfach nur ganz dezent auf. Damit kann man die auch nochmal gut kämmen. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den Lippen. Und zwar trage ich als allererstes, wo bist du? Trage ich jetzt von Trend It Up ein Lip Liner auf in der Farbe 470. Das ist ein sehr, sehr schöner Ton. Das trage ich, also Lip Liner ist immer dabei. Den trage ich immer auf. Und ja, ich übermale meine Lippen ein bisschen immer. Also die Oberlippe jedenfalls. Einfach, um ein bisschen mehr Volumen zu haben. Und dann geht es jetzt an die Lippenfarbe. Hier kann ich mich gerade nicht entscheiden, weil ich habe einmal die Kombi. Und zwar diesen Lippenstift, beides matt. Sehr, sehr schöne Farbe. In Kombination mit diesem Gloss, glaube ich, wunderschön. Aber ich finde auch dunklere Lippen dazu sehr, sehr schön. Wie das gerade aussieht, ne? Hier die Stelle. diese Farbe hier ist natürlich auch ein Traum. Allerdings habe ich das Gefühl oder habe ich Angst, dass es einfach zu dunkel wird. Deswegen, glaube ich, entscheide ich mich eher für den etwas helleren Ton. So, und den trage ich jetzt erstmal auf meinen Lippen auf. Wow. Eine sehr schöne Farbe. Die Farbe finde ich an sich eigentlich schon mal alleine auch sehr, sehr schön. Aber ich trage jetzt noch hier den Gloss auf, weil ich den unbedingt ausprobieren möchte. Das ist jetzt die Farbe 33. Jetzt wird das Ganze noch fixiert. Und zwar mit dem Art Deco 3-in-1 Make-up Fixing Spray. Und das hier gebe ich jetzt auf mein Gesicht erstmal schütteln und dann abmachen. Und dann einfach von einer Entfernung von ungefähr einer Armlänge draufsprühen. Zack und zack.
damit auch die Seiten da bleiben, wo sie bleiben sollen. So, und das Ganze zieht jetzt noch kurz ein. Und dann würde ich sagen, also mir gefällt schon mal die Lippenkombi mit der Augenkombi sehr, sehr gut. Ich öffne jetzt mal meine Zöpfe. Das ist nämlich immer meine einfache Frisur. Mach das Haarband weg, mach kurz die Haare fertig und dann zeige ich euch mal den Look, wie er mit fertiger Frisur aussieht. Das ist der fertige Look. So sieht das Ganze aus. Mir persönlich gefällt er sehr, sehr gut. Gerade das Augen-Make-up finde ich wirklich wunderschön. Ich mag die Farbkombi sehr, aber auch das Lippenprodukt. Ich finde, es ist eine wunderschöne Farbe. Es fühlt sich sehr, sehr leicht auf den Lippen an. Man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwie so überladen ist. Mir gefällt es sehr gut. Auch das Fixing Spray am Ende, finde ich, hat nochmal so ein bisschen Glow verliehen. Ich mag das Ergebnis sehr, sehr gerne. Auch die Mascara, muss ich wirklich sagen. Ein absolutes Top-Favorite-Produkt ab sofort von mir. Die werde ich wirklich, wirklich, wirklich mir auch nachkaufen. Auch meine Mama meinte gerade eben schon, die Lippenfarbe gefällt ihr sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Lasst es mich gerne in der Kommentarbox wissen. Ich weiß, dass es ein etwas auffälligerer Look ist, ein etwas stärkerer Look. Man kann das Ganze natürlich auch abschwächen oder auch hellere Lippen dazu tragen. Aber ich denke, es ist der perfekte Herbstlook und ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mir sehr, sehr gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn das Ganze euch gefallen hat. Denkt dran, in der Infobox findet ihr auch nochmal den Link zu der Art Deco-Seite und benutzt gerne meinen 20%-Code. Der ist auch noch bis zum 17.09. gültig. Also schaut da gerne vorbei und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an Deko für das tolle Paket und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, tschüss!